So, jetzt haben wir unser Regnatix-Chip entgegengebracht. Wir haben jetzt, hier läuft bei mir jetzt noch der RAM-Test. Und nächste Baustufe, Schritt 8, wäre jetzt Realtime-Clock. Machen wir jetzt, darum geht's. Und ja, da werden wir zum Beispiel diesen winzigen kleinen Quarz hier einlöten. Ich weiß nicht, was er zieht. Wird ein bisschen fricklich. Ist aber nicht unbedingt das Problem. Wer bis hierher gekommen ist beim Basteln, der kriegt doch das hin, das ist kein Problem. Man kann mit Sicherheit auch nach den Lötübungen jetzt als nächstes wahrscheinlich auch ein Projekt mit SMD-Bauteilen angehen. Ja. Naja, okay, legen wir mal los. So, kurze Sichtung mal bezüglich dem Schaltplan. Wie sind wir da erstmal auf dem Schaltplan Blatt 3? Da haben wir, unser RTC hängt ja an Administra. Ja? Und hier haben wir den Flash und hier ist der Realtime-Clock-Chip, ist ein DS1307. Ja? Vier Bauteile haben wir nicht, wie man hier sieht. Ja? Wir haben also so ein winzigen Uhrenquarz, dann eine Fassung für unsere Batterie, und dann entsprechenden Widerstand, eine Fassung für unseren Schaltkreis, den Schaltkreis selber, den muss ich erstmal suchen, wo ich den verpackt habe, und eine kleine Batterie. Ne? So, finden wir alles hier wieder. Das ist auch völlig unkompliziert von der Verschaltung, also da ist eigentlich nicht allzu viel dran. Ja. Deswegen legen wir jetzt einfach los. Das Einzige kritische ist eigentlich der Quarz, weil der so klein ist. Ja. Aber ich mache das dann einfach so. Ich klebe mit einem bisschen, mit so einem winzigen Klecks, Sekundenkleber, klebe ich das Gehäuse hier auf. Vorher habe ich die Beinchen durchgesteckt und dann wird der verlötet. Ja, eigentlich auch überhaupt kein Problem. Ja. Man muss bloß darauf achten, dass man wirklich nur einen winzigen Tropfen Sekundenkleber nimmt, damit es nicht hier auf irgendwelche Pads, Lötpads drauf fließt, weil die löten sich dann einfach nicht mehr besonders gut. Ja. Jo. Okay. So, bevor wir jetzt den Realtime-Clock in die Gänge bringen, Kurz als Test, wie das aussieht, schon mal ohne den RTC, weil wir können uns das Datum ja jetzt auch schon anzeigen lassen. Ja? Also wer wird abgefragt, bekommt dann natürlich sinnlose Werte. Ja? Und damit sehen wir jetzt erstmal, wie der Unterschied ist mit und ohne, damit wir das ein bisschen, damit wir sehen, ob es funktioniert danach. Ne? Das Kommando, um das aufzurufen, also einfach mal unseren Hive so mit dem Trios starten, wie wir es jetzt hier haben. Ne? Also ich sehe das jetzt mal ein bisschen besser hier irgendwie. Ich glaube, das ist okay so. Mit Time ist das Kommando, wo wir die Uhrzeit setzen können und auch anzeigen lassen können. Ja? Mit Time/Fragezeichen können wir uns anzeigen lassen, was haben wir als für Parameter, was ist da alles möglich. Ja? Unter anderem Time/D, da können wir uns das Datum und Uhrzeit anzeigen lassen und beziehungsweise T, Datum mit D und T, mit T/T dann das Zeit. Und mit /S können wir Datum und Zeit nachher stellen, wenn der RTC drin ist. Ja? Also machen wir es mal Time/D für Datum anzeigen. Und wir sehen, er zeigt an 21.065 das Jahr. Ne? Und 1665 als Wert für Tag und Monat. Das ist typisch, wenn kein RTC angeschlossen ist oder der RTC vielleicht auch kaputt ist oder nicht angesprochen werden kann. Ja. So, mit Time/T Uhrzeit. Selbe in grün als Stunde 65, als Minute 65 und Sekunde 65. Ja. So, und das machen wir nachher nochmal, wenn wir dann den RTC drin haben. Ja. Weil noch ist es ja leer und unbestimmt. So, wir machen mal wieder eine Lötfolge. Das ist ja nicht allzu viel, wir sind RTC.
guck mal, wie das aussieht. Ich habe das Board mal abgenabelt wieder. Ich denke mal, als erstes packen wir mal den Quarz da rein, weil das ist wirklich das kleinste und da ist es ein bisschen enger. So, daneben haben wir ein R16, ist das unser? Das ist vielleicht auch gar nicht R16. Ach, ist R71, jawohl. Den müssen wir noch bestücken, wahrscheinlich 10 Kilo rum, jawohl. Jo, also der, wie gesagt, der Quarz ist ja wirklich winzigst. Ja, und ich schnapp mir jetzt einfach hier meinen Sekundenkleber und werde diesen Freund ankleben. Ich hatte von diesen Dingern, die werden zum Gurt geliefert, 2 Stück noch in dem Gurt. Und ich habe die mit der Schere durchgeschnitten und habe nur knapp das Beinchen verfehlt, habe ich gerade gesehen. Das wäre natürlich fatal, wenn ich jetzt das Beinchen abgeschnitten hätte mit der Schere. Ja? Also, aber das ist so eng, das ist wirklich Wahnsinn. Ja? So, beides sind so eine Gurte, wie sie eigentlich verwendet werden für die Bestückungsautomaten. Und die Beinchen, es ist zwar für durchsteckbar verwendbar, dieser Quarz, aber die Beinchen sind so gebogen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich kann es dir mal zeigen. Oh, ist das Ding klein. Ist das Ding fummelig? Die sind also hier so nach unten gebogen, dass die, man wird es nicht sehen, er wird nicht scharf stellen hier leider, dass das wie im SMD-Bauteil aufgelötet werden kann. Ja. So, jetzt biegen wir uns die Beinchen gleich zurecht, so dass sie richtig reinfallen in die Löchlein, damit wir dann nachher mit dem Kleber hier nicht irgendwie Schiffbruch erleiden. Weil wenn der Sekundenkleber hält, dann hält er. Das ist schon ganz schön fummelig. Ja, so wäre das okay. Jawohl. So, und jetzt machen wir hier einen winzigen Pups auf das Board drauf. Ich hoffe mal, hier kommt noch was raus. Oh ja, da ist noch was. Einen winzigen Blups. Das war's. Jetzt schnappen wir unseren Quarz, fädeln die Beinchen ein. Da fällt uns natürlich prompt daneben. Wunderbar. So, jetzt hat er verspielt. Okay. Jetzt muss ich nur mit meinem Finger an dem Quarz kleben bleiben. Dann ist die Sache perfekt. So, Beinchen sind drin. Angeklebt ist er. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Pins oder die Lötaugen voll laufen lassen. So, Zinn, wo bist du hin? Hier. Wie sind es denn hier? Nicht, dass ich die falschen. Erwische. Jawohl, die sind's. So. Schauen wir, ob das verlötet ist.
Jawohl. Perfekt. So. Jetzt den Sockel. Der fällt mir gleich weg. Für unseren Schaltkreis. Das wird eine relativ kurze Folge. Aber so ist das nun mal. Sockel verlöten. Und dann sind wir eigentlich fast fertig nach dieser Folge. Es ist nur noch das Netzteil, das Netzwerk. Wer keine Ambitionen in Richtung Netzwerk hat, ist im Prinzip mit dem Grundaufbau fertig. Ja? Nur noch Gehäuse zusammenzimmern und das Gerät ein bisschen Schmuck machen, vielleicht eine IO-Karte bauen und programmieren. So, das war der Sockel. Jetzt kommt die Fassung für unsere Batterie. Ja? So. Die würde ich eigentlich. Die sehen ziemlich dick aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier so ein Stück umgebogen kriege. Nee, kriege ich nicht umgebogen. Da müssen wir das anders machen. Da müssen wir sie verlöten. Machen wir es mal den mittleren Pin hier, verlöten wir und dann hält es ja. So, mittlerer Pin hält, jetzt können wir den anderen verlöten. Und über den nochmal drüber gehen. Das war jetzt natürlich ganz clever. All die derweil. Der erste noch nicht trocken war. Noch nicht fest war. Also wieder rausgefallen. Naja, sowas kommt von sowas. Aber da werden wir gut sein. Das werden wir dann einfach rausschneiden. Und wieder frei. Und nochmal. Passiert. So ein Bildpunkt ist natürlich nicht schlecht, ja. Wenn man sowas mal versaut hat, ja, muss man ein bisschen Übung haben. Aber an sich eine feine Geschichte. Rettet einem manchmal das Leben. So. Das Ding fällt immer wieder raus hier. So, den Nano-Pin noch anlöten.
Und fertig. Unseren so 10 Kilo Umwiderstand noch. Und dann können wir schon testen, ob unsere Uhr funktioniert. So. Umbiegen, abschneiden. Zack. So. Was bleibt uns noch zu tun? Erstens, wir stecken unseren Realtime-Clock, den Chip. Und dann kommt eine Batterie rein. So. Das ist eine CR1225. Die passt in diesen Sockel. Ich weiß gar nicht, irgendwo in dem Datenblatt stand drin, auch wie lange diese Batterie hält. Dann, ja, ist mir aber entfallen. Oh, ist das störrisch. So, drin. Ja? So, gehen wir einen Test. So, RTC ist bestückt und jetzt werden wir es testen. Also HF anschalten. Trios haben wir ja installiert. Und da meldet sich unser Trios. Und Time/L zeigt uns das Datum und Uhrzeit in Longform an. Ist jetzt natürlich noch nicht gesetzt. 1. Januar 2000 steht da. Und mit Time/S können wir die Werte setzen. Aktuelles Datum 1. Januar 2000 0 Uhr 1. Neues Datum eingeben. Jawohl. Das Jahr. Wir haben 2014. Wir haben den Monat 6. Den Wochentag haben wir Samstag, also auch die 6. Den Tag im Monat, da haben wir den 7.6. haben wir, also den 7. So, wollen wir die Uhrzeit eingeben? Jawohl, das wollen wir. Wie spät haben wir es denn? Die Stunde. Wir haben jetzt 15.04. 15.04. Halt 4 nur. Sekunden ist jetzt mal wurscht, das ist mir egal. Okay, Datumsformat ändern, jawohl, wir wollen DE, also die 0. Zeitformat 0 bis 24. Also 0 bis 24 Stunden Anzeige. Nehmen wir 0. Okay, dann haben wir den Samstag, 7. Juni 2014, 15.04 Uhr. So, und jetzt machen wir Folgendes. Das können wir nochmal zeigen. Time/L 7. Juni 15.04 Uhr. Jawohl. Und jetzt schalten wir aus. Er sollte ja mit seiner Batterie die ganze Sache puffern, das ist klar. Und schalten an und gucken mal, ob unser Wert noch gesetzt ist. Time/L. Wir haben 7. Juni 2014, 15.04 Uhr. Jawohl. 15.05 Uhr.
Und hier kann man schauen, wie die Uhr arbeitet. Könnte man sich jetzt wahrscheinlich auch im Basic mal kurz was im Uhr programmieren, zum Gucken. Okay, also RTC funktioniert. Und damit ist der Hive bis auf Netzwerk voll bestückt. Ja, wir können also im nächsten Schritt Netzwerkbuchse installieren. Also die muss ich erstmal bestellen, Netzwerkchip und Buchse einlöten. Und dann können wir die Netzwerkprogramme testen. Und dann ist es fertig. Alles klar, bis demnächst.